Mit dem Faszienrollentraining kann man das Tiefengewebe massieren, die Muskulatur kräftigen und die Körperhaltung verbessern. Besonders auf die Körperhaltung sollte man hier achten. Die Übungen kann man beliebig oft wiederholen. Eine Empfehlung wäre, je nach Intensität 3 Sätze, jeweils 15 bis 20 Wiederholungen. Wir werden im Laufe des Videos verschiedene Übungen sehen. Sie macht die Übungen mit Schwierigkeitsgrad leicht und er macht die Übungen eher für die erfahrenen Sportler. Übung 1. Übung für die Wade. Schalten Sie zunächst die Vibration der Faszienrolle ein. Die Wade über die Faszienrolle langsam hin und her rollen lassen. Entweder mit beiden Waden wie bei ihr oder mit einer Wade wie bei ihm für verstärkten Druck auf die Wadenmuskulatur. Die Handflächen sollten stabil auf dem Boden platziert sein und der Körper ist während der Übung komplett angespannt. Der Druck auf die Muskeln im Wadenbereich regt die Durchblutung an. Übung 2. Oberschenkelrückseite. Platzieren Sie die vibrierende Faszienrolle unter den Oberschenkeln. Stützen Sie die Arme hinter dem Körper ab und rollen Sie mit gehobener Hüfte die Faszienrolle zwischen Gesäß und Kniekehle hin und her. Entweder rollen Sie gleichzeitig mit beiden Oberschenkeln wie bei ihr oder mit nur einem Oberschenkel wie bei ihm für verstärkten Druck auf die Oberschenkelrückseite. Die Rolle lockert auf diese Art die hintere Oberschenkelmuskulatur. Übung 3. Oberschenkel, Vorderseite. Legen Sie sich auf den Bauch und platzieren Sie die Rolle entweder unter dem linken Oberschenkel, wie bei ihm, oder unter beiden Oberschenkeln, so wie bei ihr. Ihr Gewicht verlagern Sie auf Ihre Unterarme. Abstützen mit den Unterarmen. Übung 4. Oberschenkel, Außenseite. Legen Sie sich auf die rechte Seite und stützen Sie sich auf Ihren Unterarm. Rollen Sie die Power Roll langsam bis zum Knie. Diese Übung lockert die Oberschenkel-Außenseiten. Übung 5. Oberschenkel, Innenseite. Legen Sie sich auf den Boden, auf die rechte Seite. Linkes Bein strecken und das Knie um 90 Grad beugen. Die Faszienrolle unter dem gebeugten Knie positionieren und den Oberschenkel langsam rollen lassen. Übung 6. Gesäßmuskel mit der Power Roll XT Ultra Soft. Setzen Sie sich auf die Power Roll und positionieren Sie beide Hände hinter den Rücken fest auf den Boden. Winkeln Sie das linke Knie an. Nun stehen Sie auf dem linken Bein. Gewicht auf die Hände verlagert. Rollen Sie über die rechten Gesäßmuskeln.
Nach ca. 20 Wiederholungen Seite wechseln. Übung 7. Unterer Rücken. Setzen Sie sich auf den Boden und winkeln Sie beide Beine an. Power Roll auf dem unteren Rücken platzieren und bis zur Mitte des Rücken rollen lassen. Dank der Größe der Power Roll XT kann man den kompletten Rücken bearbeiten, sowie auch beide Beine gleichzeitig problemlos trainieren. Übung 8. Oberschenkelrückseite mit dem Vibration Ball. Setzen Sie sich auf den Boden, beugen Sie Ihr linkes Knie und platzieren Sie den Vibration Ball unter dem rechten Oberschenkel. Diese Übung zielt auf die Rückseite der Oberschenkel. Mit dem Vibration Ball kann man die Triggerpunkte gezielter bearbeiten. Übung 9. Rücken mit dem Vibration Ball. Der Vibration Ball kann ebenfalls gezielt am Rücken eingesetzt werden. Platzieren Sie den Vibration Ball an einer beliebigen Stelle des Rückens und nutzen Sie eine Wand als Widerstandsobjekt. Positionieren Sie Ihre Arme verschränkt auf der Brust, stabilisieren Sie Ihren Rücken und beugen bzw. strecken Sie dann Ihre Beine, um den vibrierenden Ball am oberen Rücken auf und ab entlang gleiten zu lassen. Mit unseren Faszienrollen können Sie viele verschiedene Übungseinheiten zu Themen wie Regeneration oder Kraft und Ausdauer erleben. Viel Erfolg! Auch mit den anderen Filmen!